Yo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play Formel 1 2014 mit mir, dem Partian LP in Spanien und dem Zotos. Moin! Aber nicht auf dem deutschen Teil von Spanien. Bitte? Mallorca. Achso. Unser 17. Bundesland. Den Sound auf mein Ohr ein bisschen leiser machen und dann kann's losgehen. Warst du schon auf Mallorca? Ja, war ich schon. Pärchenurlaub damals mit meiner Ex. Ballermann. Nö. Sinnlich. So, bin gespannt. Keine guten Erinnerungen an Spanien. Wollte ich gerade aufführen. Da hatten wir unsere Begegnung gehabt. Ach, die war romantisch. Sehr romantisch. Vielleicht auch mit den Setups, dass dann Japan besser geht. Ich hoffe. Weißt du eigentlich, welches Rennen nach Spanien kommt? Monaco. Ich hoffe ja, Monaco geht schon besser mit Setup. Das Problem ist, an Monaco hatten wir kein Problem mit der Geschwindigkeit, sondern mit dem Ankommen. Ich hoffe ja, dass es... ich hoffe einfach auf ein Wunder. Punkte wären schon mal geil. Einfach nur Punkte haben. Top 10. Das gilt für mich übrigens auch für Spanien. Ich weiß schon, warum ich Spanien nicht mag. Ich halt gleich mal schön. Alonso, oder wer ist das hinter mir? Nee, Raikön halte ich auf. Der wird sich jetzt schon mal pesten. Rosberg hat schon die erste Runde drin. Hülkenberg hat mich auch aufgehalten. Hat mich auch völlig aus dem Rhythmus gebracht, der Wichser. Mir ist auch einer, ach ja, Hülkenberg. Ich habe jetzt auch verbremst wegen Hülkenberg. Das wird wohl auch nicht die schnellste Runde werden. Jetzt messt er schon wieder. Dieser blöde. Ich höre nichts. Ich spür's ja auch nur. So vibriert das. Das zieht sich an meinem Arm zusammen. Ah, das finde ich ekelhaft, das Gerät. Und wenn er nicht messen kann, misst er halt 5 Minuten nochmal. Wahrscheinlich werde ich gleich 200 der Blutdrücke haben, muss ich in das Protokoll schreiben, was da los war. Och, Herr Doktor, Formel 1. Ich war in Barcelona beim. Oha. Also von Zeiten. Aber noch hinter dir. Wer hat nochmal den Renningenieur eingestellt? Ja, bis jetzt läuft es doch ganz gut sonst. Ja, gut, aber wir haben ihn auch noch nicht viel gebraucht, diese Saison. Wie im letzten Rennen, wo wir das Benzin ausging, das war auch zu geil. Wir reinstottern noch übers Ziel. Ah, über da. Darf nicht wahr sein. Ah, oh, zum Vergessen. Kannst du wenigstens in die Box fahren? Ja. Hat sie ja mal Platz, Alter! Ich hab doch Platz gemacht. Ich bin weiter. Ich bin verwirrt, Alter. Scheiße. Noch weiter raus kann ich fast nicht. Du hast dich einfach verwirrt. Ja, was macht denn das Auto da? Mein Blutdruck gepiept. 300 der Puls. Ja, mit der Runde brauche ich wohl nicht mehr weiterfahren. Nee, ich auch nicht.
Noch was für Statistikliebhaber. Letztes Jahr bin ich von, glaube, 18 gestartet und du von 14. Auf dasselbe dürfte es wieder hinausgehen. Ja. Nein, ich weigere mich, das anzunehmen. So, lass mich wieder raus hier. Zurzeit sind nur wenige Autos draußen. Wir sollten jetzt vielleicht auch rausfahren. Muss ja noch irgendwie eine gute Runde zu fahren sein. Bist du auch schon wieder draußen? Ja, wenn ich nicht die anderen Autos abwarten hätte müssen. Da ist noch ein Puffer zwischen uns. Und nein, der fährt weg. Der Marusha oder was das war. Ja. Weiter geht's auf Spaniens Pisten. Wurde gerade nochmal beschworen. Ich glaube, wir waren das Wochenende davor am Ballermann. Du meinst den Tag davor? Ja. Skandalfahrer von Red Bull. Aber dieses Jahr bislang mit einer recht guten Saison. Ich wäre auch mal gespannt, wie das ist, wenn wir Mercedes genommen hätten. Ach so, von dem, dass da Hamilton und Rosberg da nicht so wegfahren. Ja. Das kann man ja. Ob das Auto auch besser ist, würde mich auch interessieren. Das kann man ja bei Formel 1 2015 ausprobieren. Vielleicht sind dann die Autos auch schöner. Gab noch nichts zu sehen, ne? Keine Präsentation. Aber vielleicht schon, wenn das Video rauskommt. Irgendwelche Autos sollten jetzt dann kommen. Ja. Also im Jänner und Februar werden sie vorgestellt. Nochmal an der Nase kratzen. So, los geht's. Scharfe erste Kurve. Aber das sah nicht. Ich bin schon wieder rausgekommen. Ich musste wieder vom Gas gehen, um die Kurve zu packen. Ich auch. Also meine erste Kurve war auch alles andere als ideal. Ach Gott, Chris. Dafür sah der zweite Abschnitt gut aus. Oh, sagt er und fuhr mal eine Runde in Kies. Trotz Kies 800stel schneller. Stellt man sich mal vor, was in der Fahrt ohne Kies drin gewesen. Was? Abkürzen? Super. War auch 500stel schneller. Wo wir in der letzten Runde werden jetzt schon. Raikön, nur fit sind der, was denn da los? Oh nein! Ach, meine Fresse, diese erste Kurve da, die langgezogene. Ja. Ich verfluche sie mit dir. Es waren da zwei Autos nebeneinander. Ich glaube, es hackt hier. Ja. Und Platz machen? Nö. Ja, das war's dann auch. Mich über eine Sekunde gekostet.
sehen, ob das Unfall voraus. Jo, da liegt einer in der Bande. Und der fährt einfach mal auf die Strecke. Wow. Ich glaube nicht, dass mein Benzin reicht. Ich glaube, meines auch nicht. Vor allem habe ich wieder einen Wurm vor mir. Oh. Und verfahren tun die auch noch. Schon eine halbe Sekunde langsamer. Ich wäre 400 zu schneller, aber ich glaube, mein Benzin packt das nicht mehr. Du hast keinen Sprit mehr. Unfall in Sektor 1. Ja, und abkürzen. Tja. Schon wieder ein Unfall irgendwo. 16. ey. Meine Fresse. Ja, ich sag ja, das war's, zu den, ne? Zusehern auf Dreisat, auf Wiederschauen. Jo, ciao.